Hallo, hier ist Games Ranking und jetzt mit einem neuen Let's Play Schlag den Raab, das dritte Spiel. Wir spielen den Show-Modus und zwar auf Stufe schwer. Show-Modus. Neues Spiel. Wähle die Anzahl der Spieler. Voller Freude warte ich auf deinen Namen. André, eigentlich heiße ich Andrik. André ist der nächste Name, der am ehesten zu mir passt. Figur auswählen. Der als Rocker. Jung und dynamisch, was kann da noch schief gehen? Schlag den Raab und Sie sind dabei, denn Sie haben guten Geschmack. Habe ich guten Geschmack? Ja. Spiel 1. Blamieren oder kassieren? Ah, super. Elton. Spielinfo. Elton liest Fragen zum Allgemeinwissen vor. Das kennen wir ja. So, willkommen bei Blamieren oder Kassieren. Ihr spielt gleichzeitig. Ich werde euch Fragen stellen und wer als erstes passt, kann die Frage beantworten. Wird die Frage richtig beantwortet, gibt es dafür einen Punkt. Wenn die Frage falsch beantwortet wird, kann der andere antworten, muss aber nicht. Wenn er falsch antwortet, gibt's gar keinen Punkt. Wenn er richtig antwortet, gibt's 2 Punkte. Wer von euch als erstes 5 Punkte hat, hat gewonnen. Drücke Y, wenn du bereit bist. Dann fange ich mal an. Die Europa-Hymne ist die Instrumentalversion welches Liedes? Uiuiui. Dieser Punkt geht an Stefan. Ja. Die neue Frage lautet: Wo spielt der Großteil des Films Tron Legacy? Wo spielt der? Wo spielt der? Toll, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe keinen Plan, Mann. Tron Legacy. Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß es auch nicht. Toll. Sollte ich lieber doch mal öfters ins Kino gehen, ne? Das hätte ja sogar meine Großmutter gewusst. Echt? Das musste ich jetzt sagen. Die Antwort lautet: In einem Computer. Als nächstes stelle ich diese Frage. Guck mich nicht so an. Bei welchem Fußballclub begann Diego Armando Maradonas Karriere? Oh, die Karriere, wo begann die? Ich weiß, dass er in Italien gespielt hat. Ah, falsch. Jetzt ist der andere dran. Soll ich den sicheren Punkt nehmen? Ich würde sagen Boca Juniors, ich bin mir aber nicht sicher. Jetzt kommt's. Boca Juniors. Toll. Toll. Hört wieder gut hin und egal, macht euch bereit. Einen sicheren Punkt abgestaubt. Welcher Schauspieler hat bei Harry Potter mitgespielt, bevor er berühmt wurde? So. Justin Bieber nicht, Robert Pattinson auch nicht, Taylor Lautner. Das ist falsch. Der nächste bitte. Nein! Das. Oh, boah, Stefan, du alter Zockerkönig. Bei 2 Harry Punkte Potter? Für mich. Bitte aufpassen und konzentrieren. Ja. Es geht weiter. Interessiert mich das sowieso nicht. Wie heißt das Monument, das von einem Berg aus über Rio de Janeiro wacht? Das ist, Columbus hängt mal Samba-Tänze Santa Maria. Christus. 1 Punkt für dich. Wuhu! Die Jesusfigur. Wir machen dann mal munter weiter. Aus welcher Castingshow ist die Band Broses hervorgegangen? Ey, ich hab gedrückt, ich hab zuerst... Ach, ich bin ja, Popstars. Dieser Punkt geht an dich. Alles klar. Und damit ist das Spiel vorbei. Nee, war nur Spaß. Ah, lustig. Gegen wen trat Evil Jared von der Bloodhound Gang beim Promi-Boxen zweit? Das weiß ich. Lars Riedel war's. Jetzt bist du 1 Punkt näher am Sieg. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Achtung, bitte wieder aufpassen. Was ist Eckehard Witzigmann von Beruf? Den kenne ich auch nicht mal. Stefan. Ah, das ich war leider falsch. Egal. Ich will dich nicht beantworten. Ich habe doch eh gewonnen. Bestimmt Moderator. Und richtig ist... Koch. Koch.
Das Resultat ist eindeutig. Wir haben einen Gewinner. Spitze! Ich mach mal so weiter. Ja. Mach ich mal so weiter. 1-0 für mich. Interessant. Wow. Spiel 2. Kartenduell. Ihr habt jeder 11 Spielkarten, nummeriert von 1 bis 11. Nun legt jeder von euch eine Karte verdeckt ab. Wer die höhere Karte hinlegt, bekommt einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der die meisten Punkte macht. Zieht euch schon mal eure Zockerklamotten für Kartenduell an. Ihr habt jeder 11 Spielkarten, nummeriert von 1 bis 11. Nun legt jeder von euch eine Karte verdeckt ab. Wer die höhere Karte hingelegt hat, bekommt einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der die meisten Punkte macht. Oh, da habe ich aber viele Karten in der Hand. Dann wollen wir mal beginnen. Fangen wir an mit 1. Früher oder später muss ich die AR ablegen. Aber wie Stefan guckt, ne? Stefan, wie machst du das bloß immer? Ich bin ja dafür, regelmäßige Dopingkontrollen durchführen zu lassen. Was wollte ich? Ach ja! Da dürfte ich auch die höhere haben. Die niedrigere. Dann habe ich schon mal meine beiden kleinen weg. Stefan, ja. Untergräbst du mal wieder die Moral der Konkurrenz? Ich versuche es zumindest. Das wird euch gefallen. Nummer 3. Das ist mal wieder typisch. Wer kann ihn aufhalten? Unseren Stefan. Achtung, es geht weiter. Weiter geht's bei mir mit der Nummer... Komm, jetzt leg schneller. Nummer 10. Da weiß ich, dass ich gewonnen habe. Die Runde jetzt zumindest. Weil er die 10 und die 11 schon weg hat. Die 10 gewinnt und macht den Punkt. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Ja, die 11. Bin ich ja sowieso höher als er, weil 10 und 11 schon weg sind bei ihm. Ist doch gar nicht so schwer, oder? 9 hat er noch. Neue Runde, neues Glück. Die 9 hat er noch. Jetzt heißt es Taktik. Die 9 hat er noch. 9 hat er noch. Das ist niedriger. Niedriger als 9. Die legt er jetzt nicht direkt. Sein, er ist doof. Ja, André, die Runde ging an dich. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja. So, pass gut auf. So. Leg ich die 9, leg ich die 7. Ich leg die 9. Also es könnte jetzt... Das Schlechteste wäre jetzt ein Unentschieden, 9-9. Ja. Und wir haben 2 gleiche Karten. Es geht weiter, sehr aufregend. Er hat die 1 noch. Weiter mit der 5. Das ist kein guter Tag für die 5. Eine neue Runde beginnt. Die 7 ist auch weg bei ihm, ne? Naja, muss ich ja jetzt. Alles klar, keiner bekommt einen Punkt. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Boah, haben die Witze hier drin, das ist ja unfassbar. 7. André, die Runde ging an dich. Das war ja ein Klacks. Ja, das war ein Klacks. So. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und jetzt kommt 6. Stefan hat auch die 6, das weiß ich. Nämlich unentschieden dann. Ja. Die Karten haben denselben Wert, also kein Punkt diese Runde. Stefan schummelt, der hat mehrere Seid Karten. Ihr noch konzentriert und motiviert? Gut, dann weiter. Er hat
Hilfe, ich habe doch keine Karten. Da. Ich nehme die hier. Hey. Die 9 macht das Spiel. Hey. Super. Du bist hier der beste Kartenmann. Das freut mich. Dann zählen wir mal Pünktchen. 3 zu 0. Spiel 3. Fehlerbilder. Zwei Bilder waren gezeigt. Fehlerbilder kennen wir doch. Fehlerbilder. Wer eine Lupe verwendet, bekommt eine auf die Finger. Ihr spielt gleichzeitig. Zwei Bilder werden gezeigt. Auf dem rechten Bild hat sich ein Fehler eingeschlichen. Buzzt, sobald ihr den Fehler gefunden habt, und markiert ihn. Ist die Markierung falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 6 Punkte hat. Okay. So, konzentriert euch, es geht los. Ja, leck mich doch. Alter, willst du mich verarschen? Boah, will mich erschrocken. Ah, ich hab's, ja. Richtig, das ja, ist der toll. Fehler. Interessant. So. Stuhlstapel. Hier, da. Da fehlt das Stückchen. Bravo, du hast den Fehler gefunden. Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. Oh, tun wir das. Ja, ich hab's auch, die Dachfenster. Und das ist in der Tat der Fehler. Und unser Spiel geht weiter. Oh, Messer. Ich seh nichts. Doch, die Messerspitze. Du siehst ja Fehler, wo gar keine sind. Ist der doof, die Messerspitze. Man sollte es nicht glauben, aber. Ja, sag ich doch. Dann machen wir mal voran. Guck mich nicht so doof an. Hacky-Sack. Da. Fehler gefunden. Bravo. Ich führe. Obacht. Wir machen weiter. Ein Hund. Da. Da fehlt der Schatten. Diese Stelle ist der Fehler. Der Spiegelbild, das Spiegelbild. Und munter weiter. Da ist lila statt rot. Ja, das ist anders. Dann starten wir mal die nächste Runde. So, Blumen, da ist doch... Da, ich hab's. Da ist die Blume, da ist eine zu viel. Gut erkannt. Ich hab gewonnen. Kannst du es erkennen? Du hast Fehlerbilder gewonnen. Ja, drittes Spiel in Folge. Ich bin stolz. Nun der Zwischenstand. 6 zu 0. Noch 114 Punkte offen. Spiel 4. Armbrustschießen. Ui, Armbrustschießen. Ihr müsst auf einen Tisch schießen und bekommt jeder... wie gut ihr trefft. Jeder hat 5 Schuss pro Runde. Es werden 4 Runden gespielt. Es gewinnt der Spieler, der am Ende meisten Punkte hat. Okay. Und jetzt der Rest vom Schützenfest mit der Armbrust. Ihr spielt abwechselnd. Ihr müsst auf eine Zielscheibe schießen und bekommt Punkte, je nachdem, wie gut ihr trefft. Jeder hat 5 Schuss pro Runde. Es werden 4 Runden gespielt. Der Spieler, der am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Okay. Wir beginnen. Also, du beginnst. Viel Glück. Ja, direkt hintereinander. Ui, 40 Perfekt. Punkte. Perfekt. Bitte, du darfst uns dein Können zeigen. Zielen. Boah, leck mich doch. Ja. Da geht noch einiges.
Da! 9. Zack. Mann, wow. Was für ein Blattschuss. André, unglaublich. Das war super. Ja. Ein super Ergebnis. Ich weiß, ich bin gut. Wir machen dann mal fröhlich weiter.